Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video. Tatsächlich gehöre ich nicht zu den Leuten oder zu den Unternehmern, die Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Jedenfalls am Hagener Standort, weil der ist ja voll in meiner Verantwortung und da bin ich auch eigentlich jeden Tag. Der niederländische Standort ist bei Jochen, deswegen ist Personalverantwortung auch da seine Aufgabe. Aber also ich in Deutschland habe auf jeden Fall keine Probleme, Mitarbeiter zu finden. Ich werde aber sehr häufig gefragt, was müssen wir denn können, wenn wir bei dir arbeiten wollen? Jetzt würde wahrscheinlich Robin im Hintergrund sagen, einen Kasten Bier musst du mitbringen. Und Marieke würde sagen, auf der anderen Seite, bring mir bitte Schokolade mit. Richtig, dann seid ihr herzlich willkommen. Eine So. Kiste Bier bitte mit einmal für unsere liebe Kollegin Marieke Schokolade. Genau. Dann seid ihr herzlich So. willkommen. Aber das ist natürlich nur, um die Chancen, dass du bei uns arbeiten darfst, zu verbessern. Ja, was braucht man eigentlich, wenn man bei Urban arbeiten will? Wir legen gar nicht so viel Wert auf schulische Ausbildung oder dass du eine bestimmte Ausbildung hast oder dass du ja irgendwas gelernt hast. Das ist natürlich nice to have, aber wir legen viel mehr Wert darauf, dass wir das Funkeln in den Augen sehen und oh, was für ein Romantiker. Nein, aber also ich meine es wirklich, ich muss das Funkeln in die Augen sehen und was meine ich damit? Also ich meine damit, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben die Ausstrahlung haben muss, dass die richtig Bock haben, was zu bewegen. Es kommt eben nicht darauf an, ob man ein gutes Abschlusszeugnis hat oder einen besonders guten Schnitt beim Abi oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Weil ich habe einfach für mich erkannt im Leben, dass es viel wichtiger ist, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eben das Funkeln in den Augen hat, um was bewegen zu wollen, was machen zu wollen, was in die Hand zu nehmen und einfach ja, zu ackern und eben nicht ja, für jede Kleinigkeit dann zu Hause im Bett zu bleiben oder jeden Tag zu spät zu kommen. Außer Marieke, die darf das, weil die hat besondere Arbeitszeiten. Aber ansonsten, das Funkeln in den Augen ist halt wichtig. Und natürlich ist es auch gut, wenn man eben eine besondere Ausbildung hat, zum Beispiel Zerspanungsmechaniker oder Industriemechaniker, also wenn es jetzt um einen Beruf im Betrieb geht. Aber auch das ist nice to have. Wir haben zum Beispiel hier Bäckerarbeiten, wir haben hier Metzgerarbeiten, wir haben hier ja, einen Gärtnerarbeiten. Also alles ist möglich, weil bei jeder einzelnen Person, von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, hab ich eben das Funkeln in die Augen gesehen und dadurch haben wir eben auch uns die Mühe gegeben, die Leute was beizubringen. Weil ich beschreibe das immer so, es ist total wichtig, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt bei uns und dann eben viele Fragen stellt. Also man kann entweder den Arbeitstag starten und man stellt sich neben dem Mitarbeiter eine Maschine und guckt die ganze Zeit zu. Oder man fragt wirklich, was er da am Tun ist. Also was machst du denn da gerade? Warum machst du das und warum machst du denn das? So, und wenn man diese Fragen stellt und der Kollege, der einem was beibringt, merkt das, der hat natürlich viel mehr Bock, dir auch was beizubringen. So, und deswegen ist das auch ein weiterer Punkt, ne? Also Interesse zeigen und einfach Bock haben, das, was man beigebracht bekommt, auch eben dann zu hinterfragen. Wenn du ein richtig geiler Typ bist oder ein richtig geiles Mädel bist, würdest du dann auch noch fragen, warum machst du das eigentlich so? Das geht doch so viel besser. So, das ist dann Stufe 2, dann bist du direkt eingestellt. Ja, so, das sind so die zwei wesentlichen Punkte, warum, also was wir wichtig finden bei neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Einfach eine Bewerbung zu uns und ja, wir sind ja stark am Expandieren, suchen immer Leute. Ja, vielleicht haben wir auch eine Stelle für dich. Also hättest du Bock, bewirb dich, Entschuldigung. Und wenn nicht, mach trotzdem einen Daumen hoch und lass uns ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ciao.